Aber nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen viel knapp. So. Ich dachte jetzt schon, ja. Wow. Stürmst du mich jetzt? Nein. Du bist ja eh keine wirkliche Gefahr mehr. Wow. So, sammeln wir erstmal alles auf. Gut. Puh. Was hat uns der Leprechaun jetzt? Der Trickster. Der Betrüger kommt und geht, aber der Schmerz bleibt. Okay. Quarterstaff. Was machst du denn? Light Two-Handed Weapon. Nee, nicht so wirklich. Und ich muss mal ein bisschen Gewicht auslagern, so. Also da unten könnte ich mich noch mehr mit Mumien rumschlagen. Das macht nur den da auf und zu. Was machst du? Oh, du befreist noch eine Schildkröte. Auch gut. Die kann ich einschläfern. Das ist gut so. Also der Blowdart, der ist gar nicht mal so schlecht. Okay, Moni. Hier ist nichts. Was macht der Schalter da drüben? Also der macht nur die Luke auf und zu. Der hat die Wand aufgemacht. Hier gibt es übrigens noch was. Was man drücken kann. Damit mache ich die Tür auf. Da hat er gerade den Schlüssel. Okay, damit hätte er mich hier irgendwie einsperren können. Und du bist wieder mal am Verhungern. Hast aber auch wieder neue Pflanzen gemacht. So, iss mal was. Okay, ich weiß jetzt nur... Achso. Ein Secret. Potion of Dexterity kriegst du schon mal. Du kriegst deine Munition hier. Die schlucken mal bitte. So, das heißt, das da hat einfach nur die eine Falltür. Wahrscheinlich zugemacht. So, ich könnte mich jetzt bei den Untoten unten noch weiter umgucken. So, was machst du? Du machst einfach hier wieder auf. Ah. Schildkröten-Desaster. Ja, stürm mich ruhig mal an. So. Die sind echt keine Gefahr mehr. Au. Die sind eigentlich nur noch nervig. Aber sie geben Essen. Sie sind übrigens auch ziemlich langsam. Das war die falsche Taste. Gut, so. Nö, hier ist nichts drin. Nein, hier ist kein Schalter zu sehen. Hier auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Nein. Nö. Nee. Der Trickser geht, aber der Schmerz bleibt. Das war. War das nur eine Trollnachricht oder hat das was zu bedeuten? Auf jeden Fall.
Öffne dich, Sesam. Hoffe ich mal, dass ich Wurfsterne kriege. Nein. Madame Stock war aus dem ersten Teil. Das hier ist jetzt eine Echse am Stock. Eine Fackel. Hier ist etwas Größeres. Hier ist eine Notiz wieder. Ich kann den Schrein direkt unter mir sehen. Ich wünschte, ich hätte mir Proviant eingepackt. Okay. Heißt es, da oben ist der Schrein wahrscheinlich. Also ja, ich will auf jeden Fall nochmal in diesen Dungeon hier runter. Hey, hey, hey. LP013. Sehr schön. Das heißt, ich kann mich jetzt in den großen Raum hier trauen. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Weg nach oben. Ein Rezept. Shield Potion ist Edderwood und Mudwort. Edderwood haben wir und Mudwort haben wir hier. Scroll of Forcefield. Okay. Das tut Gegner lähmen. Weed Kyras. Okay, das ist ein ganzes Rüstungsset, hä? Protection und Evasion. Und nochmal Munition für dich. Ja, aber hier ist ansonsten nichts mehr. Das heißt, der ganze Dungeon ist bis auf jetzt das hier oben wohl clear. Und zu dem da oben kommen wir ja ganz leicht wieder. Ja. Die Truhe hatten wir geplündert. Achso, das ist eh ein anderer Dungeon. Und das da auch. Aber riesig ist das Teil hier jetzt gewesen. Wo bin ich? Hier bin ich. Und ich sehe Ents, die mir Buckel runterrutschen können, weil sie fast nichts mehr können, auch langsam schwach werden. Oh, das habe ich dir nicht sagen sollen. Ja. Strategischer Rückzug. Kurz schlafen. Und du bist am Verhungern, da siehst du mal was. Und es ist endlich wieder Tag. Mann, Mann. Eine Schatztruhe. Du hast genug Schlüssel. Wieder Munition für dich, das sammelt sich langsam. Und ein Buckler. Ein Buckler ist, glaube ich, besser als das Ding. So. So, das heißt, nochmal die eine Nachricht mit dem Equipment lesen. Right between the two lanterns in eastern
Im östlichen zwischen zwei Laternen haben wir das vergraben. Östlich wäre hier. Das heißt, ich suche mal hier im östlichen zwei Laternen. Das war aber hoffentlich jetzt nicht das hier gemeint. Ne, da sind keine zwei Laternen. Da ist der Weg nach unten. Hier ist gemeint. Hä? Dann Schaufel. Eine verschlossene Truhe. Oder auch nicht. Doch, verschlossen. Tome of Leadership. Game Party Leader Trade. Order Party. Okay. Das solltest du mal benutzen. Jetzt gibt es sogar Trade Books, Light Armors. Okay, cool. Gar nicht mal so schlecht. Und was esse ich? Was ist hier übrigens drin? Noch ein Kompass und Essen. Essen mal abgeben. So. Und er hat den Schrein gefunden. Gut, dann wollen wir doch mal Edelsteine hier hinlegen. Essenz of Fire, was macht die? Gar nichts. Die ist einfach bloß ein Gegenstand, der nichts wiegt. Und ich muss demnächst mal bei Gelegenheit ausmisten gehen. Das heißt, wir wären hier wahrscheinlich auch fertig. Also abgesehen von diesem Text da und dem Plagending da unten. Deswegen würde ich sagen, ich wandere jetzt mal zurück zu dem blauen Kristall am Ufergebiet. Speichern den mal ab. Weil das auch langsam mal wieder Zeit ist. Und dann suche ich mir irgendwo eine Kiste, die einigermaßen zentral liegt. Am besten die hier. An die hier komme ich ja leicht wieder zurück. Und tue da mal unnötiges Zeug wie Rüstungsteile und so verstauen. Hä? Seid ihr respawn? Das wäre ja interessant, wenn hier das Zeug respawnen würde. Oder seid ihr Zufallsgegner? So. So. Hier ist nichts. Muss ich echt mal gucken, ob hier Zeug respawnt ist. Aber sieht nicht danach aus, jetzt direkt. Aber so kann ich mal kurz hier hingucken. Ah doch, hier ist noch eine Schildkröte. Und nein, du solltest jetzt keine Munition verschwenden. So. Okay, wer hat Hunger? Du hast Hunger. Hast du Hunger? Nein, du hast keinen Hunger. Okay. Okay, es gibt also anscheinend respawnende Gegner. Ups. Falscher Weg. Nein, ich will hier bitte raus. So, genau. Gut. Da lang gehen wir dann gleich wieder zurück. Ich gucke nur mal kurz hier, ob hier auch was respawnt scheint. Aber nicht der Fall zu sein. Okay. Das heißt, blauer Kristall und abspeichern. LP014. Da mal ganz kurz durchgucken. Bei allen sieht es mit dem Level ganz gut aus.
Okay. Dann würde ich sagen, gibt es jetzt hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.